Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA 17 The Journey. Ja, im Ligapokal gewonnen. Wir haben zwar lange gespielt, nämlich fast 84 Minuten, aber trotzdem kein Tor gemacht und keine so gute Leistung gebracht. Drücken jetzt auf Weiter, es ist wieder mal Training angesagt. Der Schwerpunkt ist Dribbling. Dann gucken wir nochmal. Das Ziel dieses Clubs ist es, noch besser zu werden, als wir es bereits sind. Also müssen wir immer knallhart trainieren. Jeden Tag. Andiamo! Machen wir. Wir sind jetzt nur noch Reservespieler. Da müssen wir uns echt im Training heute mal ranhalten. Ach, Alex. Lauf weiter. Manchmal läuft er nicht. Naja, wenigstens ein B. Gut. Und jetzt Dribbling Parcours. Ja. Na klar. Naja, komm. Was willst du machen? Dribbling ist nicht meine Stärke. Ich bin nicht so der dribbelmäßige Künstler hier. Aber naja, Training beendet, würde ich sagen. Na, gucken wir einfach mal. Ja, immerhin. Wir steigen wieder, sind wieder Auswechselspieler. Sehr schön, von der Reserve weg, wieder auf die Bank. Ist doch eine Maßnahme. Wenigstens etwas. So, dann sind wir wieder in unserem Zimmerlein. So, Riesenbude mit Boxspringbett. Hör mal. Ja, also es gibt immer noch viele Fans in Southampton, die uns jetzt vermissen, weil Southampton ist wohl im Liga Cup ausgeschieden. So, und weiter geht's. Nochmal Training. Trainingsschwerpunkt Schießen. Gucken, was der Coach zu sagen hat. Guten Tag. Ich erwarte wie immer sowohl Disziplin als auch Energie auf dem Platz. Machen wir. So, Schussgenauigkeit und Lupfer. Trainieren wir jetzt. Sehr schön.
Immerhin ein A. Ist doch eine Maßnahme, ein A. So, und per Lupfer und erzielte Tore. Okay. Ja, Tim Krul hier. Ja, oben drüber. Jawohl. Geht doch. War mal wieder ein gutes Training. Also Schießen und Lupfer funktioniert. Steigen wir auch ein bisschen auf. Sehr schön. Und wir arbeiten uns immer näher an die Startelf ran. Das ist doch eine Maßnahme. Was frisst denn die Katze jetzt da? Keine Ahnung, was es sich da organisiert hat. Naja, auf jeden Fall weiter geht's. Wir drücken direkt auf Weiter und spielen gegen Norwich. Die sind Erster. Auswärts in Norwich. Na, dann gucken wir mal, was der Coach so zu sagen hat. Wahrscheinlich werden wir wieder nur auf der Bank rumsitzen bis zur 70. und uns dann tierisch anstrengen müssen. Ja. Na gut, dann spielen wir mal gegen Norwich. Und dann gucken wir mal. Immer noch Siebter, 15 Punkte, 8 Spiele. Wie gesagt, wird schon irgendwie passen. Zum ersten Mal auswärts mit orange und schwarz gedreiftem Trikot. So. So, Williams geht raus und wir gehen rein. 5 Zweikämpfe und ein 8er Bewertung und das Spiel gewinnen. Naja, dann gucken wir mal. So, als erstes Mal gibt es Freistoß hier. Schön. Henley. Kopfball von Hunter. Aber gehalten. Gibt aber Ecke. Vorher noch ein Wechsel für Norwich. Stephen Naismith kommt in die Partie. Oh. Kommt in die Partie. James Madison verlässt den Platz. Gucken, ob die Ecke kommt. McGovern hatte. Murphy. Und Hunter hinterher. Löffelt hier. Wieder Murphy. Nate Smith. Wieder Murphy. Mulumbu. Lassell. Diame. Anita. Hunter. Flanke kommt. Und McGovern. Wir liegen 2-1 hinten. Wir sollten was tun. Anita. Flankt. Hunter immer hinterher hier. Turner.
Und Ball ist weg. Jetzt Abstoß. So, Tim Klose kommt jetzt für Michael Turner in die Partie. Und bei uns kommt Moussa Sissoko für Sammy Ameobi. Abstoß, Dalo. Wie viele Torhüter haben wir? 4 oder was? Und warum ist Tim Krul da nicht der Erste? Frage ich mich jetzt. Naismith. Mulumbu. Anita. Richie. Auf Hunter. Ja, wem hätte ich denn da jetzt abgeben sollen, Coach, wenn du sagst, lass den Ball laufen? Da war doch sonst keiner. Klose. Mulumbu. Wieder Klose. Und wieder Hunter. Flanke, McCover. Whittaker. Mulumbu. Shelby. Und jetzt Hunter. Lässt sich von Klose den Ball abjagen. Richie. Shelby. Lassell. Sissoko. Kann man ja mal probieren. Burnett. Lassell. Whittaker. Hunter. Oh, es klappt aber auch keinerlei Einzelaktion. Echt nicht, ey. Ja. Und das war's. Die Spielzeit ist einfach zu kurz. Was willst du da machen? Wir verlieren auswärts gegen den Tabellenführer Norwich City 2-1. Ich weiß, dass meine Zweikämpfe nicht effektiv sind. War wieder schlecht. Naja, was willst du machen? Vielleicht sollte ich jetzt auch aufhören mit FIFA aufnehmen und was anderes machen. Aber ich hab Bock irgendwie FIFA aufzunehmen, von daher. Oh. Kacke, Mann. Totale Kacke. Hast ja recht, Mann. Niederlagen gehen an die Nieren. Ja, aber was willst du machen? Niederlagen gehören zum Geschäft. Wir sind schließlich Fußballprofis und da ist das eben so, ne? Dann ist das wohl eben so. Ja, 88.000 Follower. Wir kommen nicht näher an die Startelf dazu und haben auch noch keinen Sponsor. Die sind aber gestiegen immerhin auf eine 66er Wertung. Haben aber trotzdem verloren. Was willst du machen? Gucken, ob noch was kommt oder ob wir wieder in unserem Zimmer sind. Ja, wir sind wieder in unserem Zimmer. Gibt mir auch die Gelegenheit, dann die Folge zu beenden. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Wenn ihm so war, Video Daumen nach oben da lassen. Ne? Und nächste Folge verteilen wir dann noch einen Skillpunkt. Wir haben nämlich einen bekommen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das oben auf meinem Kanalsymbol gern tun. Und auf der anderen Seite findet ihr ein paar tolle Videos zum Angucken. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich sag bis dahin.